In diesem Video nehmen wir euch mit zu einer kleinen Zeitreise. Und zwar starten wir im Januar 2017, und zwar in Ostfriesland. Ja, hier waren wir bei Andrea und ihren Pferden zu Besuch. Hier waren wir für ein Kundenshooting gebucht. Genau, und das haben wir direkt nach unserem Urlaub auf Jüst gemacht. Das heißt, danach ging es sofort nach Ostfriesland. Und ihr seht schon, auch Andrea hat sich wunderschönen Blumenschmuck gebastelt. Und hier sind alle drei Pferde, die sie halt hat, zusammen auf einem Foto. Und es war einfach richtig, richtig schön. Ja, zusammen hatten wir eine tolle Zeit. Wir haben auch eine ganze Zeit bei ihr gewohnt. Und ja, beim Shooting hatten wir nicht das allerschönste Wetter, aber es war trotzdem einfach unwahrscheinlich schön. Danach ging es weiter nach Bremen. Und hier waren wir bei Christine und Roy zu Besuch. Und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unfassbar kalt es an diesem Tag war. Man sieht so ein bisschen an Joys Atem, aber das war wirklich kaum auszuhalten. Wir haben so arg gefroren, alle, und vor allem die arme Christine in ihrem Kleid. Trotzdem hatten wir richtig, richtig schönes Zauberlicht an dem Tag. Ja, und die beiden sind einfach unfassbar süß zusammen. Und wir hatten da ein ganz, ganz tolles Shooting mit Christine und ihrer Stute Joy. Weiter geht's, und zwar zurück nach Nordrhein-Westfalen. Ja, hier war ich bei Köln, und zwar für ein Kundenshooting, und zwar mit der Kiki und ihrer Stute Wabi. Ja, und die beiden sind auch einfach so unfassbar süß. Und ihr seht, sie hat mal kein Kleid an, sondern mal eine ganz, ganz andere Art von Outfit. Fand ich auch super cool, und wir haben da sofort gleich am Stall geshootet. Das heißt, ihr seht, man kann auch total coole Bilder einfach auf der Weide oder an den Weiden vom Pferd machen. Ja, hier ist sie mit ihrer Mama zu sehen, finde ich auch total süß. Ja, und da sind einige Bilder entstanden, und auch ohne Zauberlicht finde ich dieses Winterlicht einfach unwahrscheinlich schön und sehr, sehr, sehr besonders. Im Bergischen Land ging es dann zu Besuch zu Miri und ihrer Stute Fable. Ja, und das war ein ganz, ganz besonderes Shooting. Das war der erste Schnee, den wir dann in diesem Jahr hatten. Ja, und hier war es wirklich so, ja, dass ich Miri schon seit ein paar Jahren kenne und auch ihre Stute Fable kenne. Und Fable steht jetzt in einem Aktivstall. Das heißt, die Pferde können sich da wirklich frei bewegen. Und zu diesem Video gibt es auch noch ein gesondertes YouTube-Video. Das verlinken wir euch auf jeden Fall nochmal in der Infobox. Schaut da unbedingt rein und genießt auch nochmal die Videoaufnahmen zu den Fotos, die ihr hier jetzt gerade seht. Es war einfach unbeschreiblich schön. Wir waren mit den Pferden auf der Weide und haben einfach den Flow total mit der Herde genossen. Das heißt, die haben gespielt und getobt und konnten quasi machen, was sie wollten. Also ganz untypisch eigentlich für ein Fotoshooting. Normalerweise holen wir ja, wenn ich zumindest Mädel und Pferd fotografiere, das Pferd von der Weide, und wir machen quasi gestellte Aufnahmen. Und hier war es wirklich so, dass wir Fable auf ihrer Weide in ihrer Herde gelassen haben. Sie ist da auch Leitstute. Ja, und da sind einfach ganz, ganz natürliche und ganz besondere Bilder entstanden. Hier bei dem Motiv war es zum Beispiel auch so, dass sich Fable einfach zum Wälzen hingelegt hat. Miri konnte dann hingehen. Ach, und die beiden sind einfach unfassbar süß zusammen und haben eine wirklich richtig, richtig schöne und traumhafte Bindung zueinander. Ja, danach ging es weiter, und zwar ins Sauerland für ein Kundenshooting. Und auch da hatten wir Schnee. Das war richtig, richtig cool. Und ich hatte drei Pferde gleich vor der Kamera. Hier seht ihr Fratz, Nordi und Pony Paul. Ja, und hier vorne ist dann Nordi auch schon gleich in Action mit seiner Besitzerin durch den Schnee getobt. Ach, das war auch einfach wirklich unwahrscheinlich schön. Claudia heißt die Besitzerin, genau, und da haben wir ganz, ganz besondere Bilder bzw. Momente zusammen genießen dürfen. Wir hatten noch ganz unterschiedliches Licht, zwischendurch kam mal die Sonne raus, und es war einfach ja ein atemberaubend schöner Tag, den wir da zusammen in der Winterlandschaft genossen haben. Ja, und auch hier war es so, dass wir die Pferde zum Beispiel einfach auf der Weide fotografiert haben und auch einfach den Flow mit den drei Süßen genossen haben, und da sind auch einfach ganz schöne natürliche und ungestellte Bilder entstanden. Ja, danach ging es auch schon direkt weiter, und zwar zu einem super schönen Kundenshooting. Hier hatten wir euch auch ganz viel in unserer Snapchat-Story mitgenommen, vielleicht erinnert ihr euch dran. Wer uns da folgen möchte, Alex_Lapsnelli ist der Account. Genau, und hier seht ihr Chantal und ihre Stute Grete. Die wohnen auch eine ganze Ecke von Düsseldorf hin, das heißt, da sind wir extra hingefahren und hatten auch ein richtig schönes Schneeshooting. Also ihr seht, wir sind in diesem Jahr schon total toll vom Schnee verwöhnt worden. Da habe ich mich super drüber gefreut. Hier haben wir auch Freilauffotos von Grete gemacht, und hier bei dem Bild haben wir einfach Schnee vor die Kamera geschmissen, und damit entstehen diese mega schönen Effekte und das Bouquet einfach im Bild drin. Ja, und auch hier hatten wir super schönes Zauberlicht zwischendurch und zum Schluss ja dann auch noch einen tollen Sonnenuntergang, was ja im Prinzip dasselbe ist. Ja, wir hoffen, dass euch unser Rückblick in den Januar 2017 gefallen hat.
Guckt auf jeden Fall beim nächsten Video wieder rein, denn da nehmen wir euch mit und zeigen euch eine kleine Zusammenfassung aus unseren Shootings, die wir im Februar gemacht haben. Ich freue mich drauf, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert gerne unseren Kanal, wir würden uns super freuen. Alles Liebe, Alex.